Ich fäll mal noch ein. Also ein bisschen Holz brauche ich noch. Oh. Tschüss. Oh, das ist nice gewesen. Okay. Ich würde sagen, jetzt gehen wir zurück. Weil überall kleine junge Bäume angepflanzt, guck mal. Sieht voll gut aus, ne? Schön. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir ein bisschen Fichtenholz. Das sollte fürs Erste passen. Ab. Hoch. Hier ist überall Kohle. Das muss ich mir merken. Kohle. Ich überlege, ob wir da mal in die Höhle gehen sollten, jetzt vielleicht in der Aufnahmesession noch. Oh, Kristalle. Ich mag die Kristalle einfach, die sind so cool. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich da irgendwo mal was, irgendwie die hinsetzen kann. Oh, die fehlen natürlich noch. Aber die kann ich ja aus dem Holz jetzt machen. Sollen wir einfach was wegräumen? Das wäre vielleicht praktischer. Ich will das Holz haben. Gib mir Holz wieder her. Okay. Ich bräuchte ja noch... Egal, warte mal, ich mach erstmal das jetzt hier. Zack. Ich brauche auch dieses Taumonomikon, ne? Oh. Das Taumonomikon, oder wie das hieß. Wie crafte ich mir denn das? Hier ist es. Oder muss ich das finden? Das muss ich finden. Nee, das war das gar nicht. Halt, das war das Buch. Aber. Nein, nicht das. Das war das Buch. Aber ich brauche ja das hier: Taumometer. Das Buch muss ich nicht unbedingt haben. Okay, 4 Gold und ein Glas. Das ist eigentlich machbar. Wenn ich nur Höhle war, ist das machbar. Woher ist schwierig? Aber das Bett so weit entfernt ist, geht das Bett. Ich würde sagen, wir bauen in der Aufnahmesession erstmal das Haus. Und ich werde mich dann in der nächsten Aufnahmesession mal, mal planen, dass wir mal in eine Höhle gehen. Ja? Ich denke, das ist ganz gut. Ich hätte ja schon gern erstmal ein Haus, wohin ich zurückkehren kann, nach getaner Arbeit. Ich überlege echt, ob ich obendrauf wieder so ein Dachgarten mache, ne? Das hat mir eigentlich damals gefallen, der Dachgarten, muss ich sagen. Den fand ich schon echt schön. Ich würde schon ein bisschen abbauen, vielleicht so ein kleines bisschen, ne? Dass man dann quasi hier auch eine Treppe nach oben haben halt, dort wo halt mein Zimmer dann ist. So, dass quasi hier die Treppe nach oben geht zu meinem Zimmer. Und dann gehst du halt hier rum, dann hast du halt hier dann die Stube quasi. Und dann hier hast du die Küche. Wenn du reinkommst. Ich würde noch so eine Trennwand hier dazwischen ziehen, so eine kleine, leichte vielleicht. Ja, hier würde ich eine Trennwand dazwischen ziehen. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht bis hier hin so, von hier nach hier. Dass du hier so drei breit hast, so, dann gehst du hier rein in die Küche. Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Ich mache das erstmal so ein Stückel.
komme nämlich so angenehm erstmal jetzt hier hoch. Ich glaube, dieses seitlich werde ich das nicht so breit machen wie hier. Ich sag mal 5 breit, oder? 3, 4, 5. Das heißt, hier war die Außenwand. Mein Haus, also mein Zimmer hier oben, könnte ein bisschen größer sein. Das kann ich ja wieder an den Berg so ein bisschen anschmiegen. Das ist ja okay, ist ja nicht so schlimm. Das heißt, hier wäre die Außenwand. Genau. Hier wäre die Wand. Unten, von dem Gebäude unten. Die Frage ist halt, wo mache ich dann denn die schon die Treppe nach oben hin? Ab wo beginnt das Zimmer oben schon? Sollte das erst, das Zimmer von mir quasi erst hinter der 5, also hinter der Wand hier beginnen? Hier? Ne, dass die Treppe quasi so ist, dass es an der Wand endet? Dann ist es halt aber schon extrem hoch wieder. Ich wollte es halt auch nicht so extrem hoch haben. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Soll noch mal einer sagen, Hausbau ist leicht, ja? Das ist anstrengend, Freunde. Das ist anstrengend, sage ich euch. Ich überlege, ob ich den, den mittleren Pfeiler so wegmache. Hier ist ja leider die Küche hin, ne? Aber so, und hier sind zwei große Fenster rein. Aber ich muss hier unten zumachen wegen der Küche, ne? Er kommt ja eh ringsrum Zeug hin. Dann wäre das symmetrisch mit dem hier, ne? Könnte man machen. Symmetrisch, symmetrisch. Ich brauche mehr Holz. Um Glas muss ich mich auch gleich erstmal kümmern. Ich habe das so küchentechnisch recht symmetrisch, ne? Lasse ich die Schrägen so weg und mache das dann. Dann wäre das ziemlich große Fenster, ne? Das sieht halt nicht symmetrisch aus, ne? Oh. Kopfprobleme. War ganz schlimm. Die Musik ist cool. Ich krieg ganz große Kopfprobleme, wenn ich da hoch gucke. Das muss ich anders machen. Das geht halt so nicht. Obwohl, wenn man es dann innen drin einrichtet, sieht es bestimmt echt schön aus. Warte mal. Ich glaube, wenn ich das einrichte, sieht es halt echt schön aus. Ist das Lied? Halt, das muss ich mal kurz nachgucken, das gefällt mir. Das ist bei 2 Stunden. Treasure Town von Pokémon Mystery Dungeon. Oh, okay. Das gefällt mir. Das klingt schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Trennwand hinmache. Das ist echt gut.
So als Trennwand, ne? Irgendwo sind Querbalken. Ich glaube, da komme ich so sogar echt besser, ne? Wenn ich hier einfach sage, so, so. Das lasse ich so offen. Da war es weg. Ich hätte das Lied gern nochmal, das war echt schön. Das war so ein Baumodus, weißt du, so richtig so. Warte mal, lass mich mir nochmal anmachen. Ich mag das. Wann hat das angefangen? Moment, ich muss kurz an der Zeit gucken. 2:52. Hier beginnt es jetzt gleich. Es beginnt gleich. Ich überlege gerade, wenn ich das halt hier. Wenn ich hier die Trennwand hinmache, ist halt Quatsch, ne? Das ist eine viel zu kurze Küche dann. Ich will halt auch ein bisschen Platz haben für die Küche. Ich brauche halt. Das Doofe ist halt. Ihr müsst bedenken, ich brauche halt auch Wände. Ihr könnt es so machen. Ich brauche halt auch zum Beispiel, hier kann ich Regale und so hinmachen, ne? Ich brauche halt auch. Also nur Glas kann ich nicht machen. Ist halt Quatsch, wenn ich nur Glas mache. Das bringt halt nichts. Oder ich mache die Küche dahin im Endeffekt. Ich könnte hier die Stube hinmachen und da die Küche. Ich würde mir angucken, wie es dort aussieht. Also dann im Endeffekt, ne, wenn das so steht halt. Dann vielleicht mache ich die Küche dann dort hin im Endeffekt. Dass du hier reinkommst, hast quasi hier einfach so eine kleine Ecke und so. Ne? Und dann hast du hier Stube quasi. Hier geht dann die Treppe hoch zu meinem Zimmer. Ja, ich denke, ja, es sieht schön aus, guck mal. Echt schön aus. Ich fand die Musik ist geil. Die fühle ich ein bisschen, die ist echt schön. So, also, das passt, wir werden so lassen. Hier können wir Regale hinmachen. Ich würde hier gerne ein bisschen grün hinmachen oder so, mal gucken. Noch eine Eisenspitzhacke. Oh, kann ich ein bisschen verschwenderisch sein, komm. Zur Not habe ich ja noch mal Eisen und kann mir noch was einschmelzen. Ich muss ein bisschen von dem Stein wegmachen. Zwecks Boden. Hier, das würde ich mir vielleicht sogar offen lassen, dass der Berg hier so bleibt. Da kann ich hier so einen kleinen Balkon reinmachen auf den Berg. Würde mir gefallen. War es da? Ja, das war da. Genau, und da haben wir dann die Rückwand. Hier ist die Rückwand quasi. Auch schon wieder zu Ende, auch Menno. Das nächste Lied ist nicht so toll. Noch einmal. Nein, ich spule ein Stück vor. Geht auch. Kann man auch machen. Ich freue mich jetzt auch schon wieder. Also ich freue mich noch auf den richtigen Sommer. Da geht ja erst noch richtig los.
Aber ich muss sagen, ich freue mich auch schon wieder so ein bisschen. Also es ist schon wieder so für mich so auch in der Zeit, dass ich mich. Ich weiß, der Sommer ist jetzt kurz vor der Tür und ich freue mich auf die Hitze, ich freue mich auf die Wärme. Aber ich freue mich auch schon wieder ein bisschen auf diese behutsame Zeit. Weil ich gerade die Musik halt auch so habe, ne? Weil der Schnee hier so liegt. Ach, Schnee wäre halt mal echt toll, ne? Also ich hoffe, dass nächstes Jahr mal wirklich Schnee kommt. Das wäre halt echt schön. Letztes Jahr war es halt, da war nichts, null. Was hatte ich gesagt? Warte mal, das sind 3, 4, 5. Genau, hier ist die Rückwand. Ich will immer noch, ob ich das mein Zimmer ein kleines Stück höher setze. Im alten Haus war halt auch die Küche zum Beispiel in der ersten Etage unten, ne? Das mache ich halt hier jetzt gar nicht. Oldschool Steinspitzhacke. Jetzt versuche ich halt alles in die zweite Etage zu packen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist. Und hier müssen wir noch ein bisschen was wegmachen. Da muss halt dann Holz hin. Das letzte hier brauche ich nicht unbedingt. Da ist ja eh die Rückwand drauf. Das sieht man nicht. Den Stein muss ich aber komplett noch wegmachen. Da schönes Birkenholz rein für den Boden. Im Endeffekt werde ich natürlich hier unten drunter das auch noch aushöhlern fürs Lager natürlich. Aber fürs Erste muss das dann. Ich meine, der Raum unten ist erstmal gut fürs Lager, das passt schon. Ich würde mir die Barrels, denke ich, machen als Lager, weil ich die eigentlich echt schön finde dafür. Das geht ja jetzt halt auch, ne? Wie gingen die Barrels eigentlich? Hier. Ah, okay, so. Ich denke, mit denen würde ich mein Lager wieder machen. Und die haben mir eigentlich sehr gefallen aus der 1.14. Die waren echt schön. Elderwood habe ich hier. Wie sieht denn das aus? Hallo? Warte mal. I like it. Aha, I like it. Das sieht gut aus. Vielleicht für mein Zimmer oben. Als Boden. Könnte man machen, ne? Sieht gut aus. Hat was. Hat was. Definitiv. Ja, und hier könnte man dann so einen Balkon draufsetzen oder so. Können wir das noch zu Holz machen hier vielleicht? Eventuell mal schauen. Ja, ich denke schon. Die Frage ist halt, wie weit gehe ich jetzt noch nach vorne? Also wie weit ziehe ich das jetzt? Ich würde noch eins vorgehen, oder? Nochmal so ein Dreierabschnitt. Schon. Also wenigstens so ein Dreierabschnitt. Könnte man echt sogar noch eins vormachen eigentlich, ne? Ich würde ja gerne in der Küche ein bisschen nach unten gucken können. Das wäre halt irgendwie schön. Ich würde, wenn ich dann unten das Dorf baue im Tal, ne? Ich würde gerne von der Küche so ein bisschen ins Dorf gucken können. Ich würde es noch eins vorsetzen sogar, also nach dem hier, also noch so eins ransetzen.
die untere Wand aber hier belassen. So. Ja, dass man hier quasi wie so einen Hohlraum hat noch unten drunter. Und hier kann man dann durchgehen. Hier kommt man dann zu dem Hain oben quasi, ne? Ich mir jetzt vorstellen, man sitzt jetzt ungefähr hier so oben drin in der Küche. Man kann ja runter ins Dorf gucken. Das geht. Ja, das geht. Ich brauche bloß noch ein bisschen mehr, ne? Stuff und so. Habe ich hier noch das? Ja. Wie ging das jetzt so? Das war so hier, ne? Ja, perfekt. Barrels. 10 Stück. Da können wir nämlich schon mal anfangen, dann auch das hier hochzuräumen, alles so ein bisschen, ne? Ich überlege, ob ich hier, was ich da hin mache, einfach das so aus Stein zu machen. Ich glaube, ich werde das hier auch aus Holz dann machen, welche Holzpfosten einziehen einfach. Ja, ich denke schon. Oder man könnte mit... Oh, warte mal. Man könnte auch... Oh, ich habe eine Idee. Sekunde. Habe ich gar nicht mehr. Doch, habe ich noch. Da. Mir mal die Fackel. Ich mag diese Lampen so. Das gefällt mir. Die sehen irgendwie schön aus. Den habe ich auch in der 1.14 sehr gerne gearbeitet. Das nervt mich gerade noch ein bisschen. Das muss mal ganz kurz noch weg. So, 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 so. Jetzt haben wir hier so eine Laterne rein. Obwohl, die könnte ich auch in die Decke machen eigentlich, ne? Ja gut, so zum, als Eingangsbereich. So, und jetzt, wenn wir jetzt machen... Pass mal auf. Ich hol mal eben das hier. Die Aufnahmesession ist nämlich auch gleich vorbei. Das war jetzt eigentlich die letzte so, die ich jetzt aufnehmen wollte. Die letzte Folge erstmal. Ich find's so an sich aber... Eigentlich sehr, sehr angenehm so, ne? Das Licht schön hell, alles hier unten drin trotzdem. Gefällt mir. Genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Guck mal, man könnte... Könnte man natürlich auch... Warte mal. Hier habe ich noch. Habe ich denn gar keine Birke mehr? Doch, Birke hatte ich auch noch, oder? Ah, perfekt. Ich sehe dieses Elderwood und denke mir so, ach nee, ist keine Birke, verdammt. Die Symmetrie hier. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Da machst du nichts. Ich tue schon wieder Kisten machen, wo einfach random alles drin ist. Perfekt. Einfach perfekt. Ja, man muss es halt natürlich das Bild anpassen, ne? Das ist...
Ja, kann man machen. Da würde ich dann hier auch schon, ich denke mal. Ja, da würde ich dann von unten auch den Ofen alles hier hochholen, glaube ich. So, Mitte. Mitte ist hier. Dann wäre hier von dem Dreier gespannt die Mitte hier. Denn ihr wisst alle, was ich jetzt tue. Das. Die optimale Beleuchtung. Ich finde das so schön. Also die Sonne knallt hier auch voll rein. Das ist echt schön. Man kann ja dann irgendwo dort auch noch, noch eine Treppe nach unten machen. Ne? In der Mitte hier vielleicht irgendwo. Wenn dann eine Treppe nach oben geht, dass dann eine Treppe nach unten geht. Dass man in ein Lager reinkommt einfacher. Dass man erstmal raus muss und so. Aber an sich, ja, gefällt mir. Mit der Stube bin ich noch nicht 100% d'accord, aber das... Ja, mal gucken. Mal gucken. Oh, das mir so... Ja, ist okay. Die Musik schon wieder angehalten. Gibt's da nicht. Finde ich aber schon ganz gut.